Schalker Vision, der Talk von Fans für Fans. Glück auf an den Zuschauer oder den Zuhörer oder die Zuschauerin, die Zuhörerin und Glück auf Manni Breukmann. Glück auf, Hubi. Wo erwischen wir dich? In was für einem schönen Keller? Ich sitze im Düsseldorfer Keller, den kennen nicht viele, das ist auch gut so. Das ist mein Arbeitszimmer hier in Düsseldorf. Wir haben eine Eigentumswohnung und im Keller ist diese üppig ausgestattete Arbeitslocation nicht zu verwechseln mit dem Kölner Keller. Ja, da hast du auch ein Buch geschrieben, wie ich ja schon weiß. Da können wir ja nachher auch nochmal drüber quatschen. Erstmal, wie heißt das denn? Und dann kommt nächste Woche, hast du ein Buch zur Veröffentlichung geplant. So viel ist schon mal klar, ne? Das Buch, das halte ich jetzt in die Kamera. Das heißt, Manni Bananenflanke, ich Kopf Tor. Ich habe im Vorgespräch schon gefragt, ob du weißt, von wem dieses Zitat stammt. Weißt du natürlich nicht, Ich weil wusste du es leider einfach nicht. Gnade der späten Geburt hast. Also das ist ein Zitat von Horst Rubesch. Der kriegte immer die Flanken von der rechten Seite von Manni Kals serviert. Die hatten die Form einer Banane und er hielt dann seinen Schädel da rein und machte die Tore. In dem Buch sind ganz viele nostalgische Fußballszenen versammelt. Spiele, an die sich die meisten noch erinnern werden. Und die tauchen dann immer auf als Erinnerungen von Protagonisten, also von Torschützen, von Spielern, von Trainern oder auch mal von Schiedsrichtern. Und die erzählen dann über dieses Spiel. Da sind sie alle drin, Rudi Völler, Klaus Fischer, Rudi Assauer, Toni Schumacher, Uli Hoeneß, Oliver Bierhoff, Günther Netzer. Mit denen habe ich telefoniert, habe das dann aufgeschrieben und hinterher gibt es dann noch einen Kommentar von mir dazu. Also in dieser Zeit, in der wir den Fußball ja immer so komisch genießen, mit so halligen Stadien, wo 6, 7, 8 Leute rumbrüllen wie am Spieß, da ist das eine schöne Erinnerung an ich will nicht sagen die guten alten Zeiten, weil ich ja hoffe, dass die bald wiederkommen, aber an Zeiten, als die Stadien noch voll besetzt waren, das werden wir bald wieder erleben, da bin ich schon sicher. Aber es wird ein bisschen jetzt noch dauern. Ja, wir haben im Schalke-Forum Block 5 auch nach Fragen gefragt an dich. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Einige Anmerkungen waren: Es braucht mehr Platz für Fußballanekdoten und mehr Platz für die kleinen Geschichten drumherum. Passt ja ganz gut zu Genau. deinem Buch. Können wir gleich gerne ausführlich mal ein paar Anekdoten den Manni erzählen lassen. Aber erstmal zum Ist-Zustand. Wir müssen erstmal sagen, heute ist Freitag, wo wir das aufzeichnen, der 29. Januar. Wir zeigen das aber erst am Montag. Das heißt, das Genau. Spiel gegen Werder Bremen können wir hier nicht thematisieren. Wir sind auf dem Wissensstand von Freitag, 29. Januar. Jede Verletzung, Kündigung, Rücktritt, Traumtor, Sieg, Niederlage können wir hier nicht thematisieren, weil es noch gar nicht geschehen ist. Nur so viel Also vorab. wir können nicht über das 3:1 von Schalke in Bremen und den Rücktritt von Jochen Schneider berichten. Da können wir leider nur mutmaßen. Aber ja, das ist natürlich jetzt schon spitzbübisch von dir. Ist das so eine kleine Sehnsucht von dir? Eine Veränderung Also, im Sportvorstand? dass Schalke in Bremen gewinnt, ist naturgemäß eine Sehnsucht von mir, obwohl ich mir das jetzt an diesem Freitag vor dem Samstag noch nicht so richtig vorstellen kann. Und ich glaube, und das ist leider ein bisschen schwer. Ich kenne den gar nicht persönlich, weil ich ja schon länger nicht mehr so ganz nah dran bin an Schalke, dass der Jochen Schneider, dass der weg muss. Und schwer ist es deswegen, weil das wohl ein persönlich ausgesprochen freundlicher, zugänglicher, netter Mensch ist. Aber an der Spitze eines Fußballclubs, wo die ganzen operativen Entscheidungen getroffen werden müssen, da ist schon so einiges zusammengekommen, wo man dann doch den Schluss nahelegen möchte, tritt doch einfach mal zurück. Es wäre sicherlich besser. Und ich glaube auch, weil ich, das können wir ja auch noch vertiefen, die Hoffnung auf einen Klassenerhalt schon aufgegeben habe, dass es ganz gut wäre, wenn das machen könnte. Denn dann hätte man vielleicht mit einem neuen Mann an der sportlichen Spitze die bessere Chance, die nächste Saison in der zweiten Liga schon vorzubereiten. Ja, vor allem, weil der Spielplan im Sommer ist ja auch ziemlich eng, ne? Also ich glaube, die zweite Liga fängt vor der ersten wieder an und nach dem Saisonende hat man dann quasi, glaube ich, netto mit Urlaub, weiß ich nicht. Ich habe es mal irgendwo gesehen, 3, 4 Wochen oder so, nur bis es wirklich losgeht. Ja, das ist alles eng. Aber
Lass doch mal so bilanzieren, was ist denn so die letzten, jetzt nicht nur, klar, mit Tönnies, das war ein Riesending in den letzten 12 Monaten, aber auch davor, was ist denn passiert auf Schalke? Also, ich habe neulich nochmal die Rückrundentabelle von letzter Saison geguckt. Da sind wir nach 17 Spieltagen Fünfter, glaube ich, mit 30 Punkten ungefähr, sieht super aus. Und dann legst du ein Jahr später daneben und dann bist du abgeschlagen Letzter. Also, wie erklärst du dir das? Wo kommt das her? Das kommt ja nicht innerhalb von einem halben Jahr. Das ist das Ende einer Entwicklung der letzten 8 bis 10 Jahre. Es hängt unter anderem damit zusammen, dass es in diesem Verein einfach keine Kontinuität gibt. Die Trainerverweildauer ist so ungefähr 14 Monate, glaube ich. Dann in der Zeit, als Clemens Tönnies da im Aufsichtsrat gewirkt hat, hat es auch 5 verschiedene Manager gegeben. Wie soll man auf dem Hintergrund einen Fußballverein kontinuierlich aufbauen? Und die Kontinuität braucht man in meinen Augen. Du kannst nicht ständig, es geht ja mittlerweile auch gar nicht mehr um einen Trainer, es geht ja um 5, 6, 7 Leute. Oder austauscht, neue Philosophie, neue Spieler, welche die Stammspieler waren, sitzen dann nur auf der Bank, andere Vorlieben für andere Systeme und so weiter und so weiter. Das kannst du doch nicht mitrechnen, dass das auf Dauer gut geht. Und damit kombiniert ein dramatisches Gehaltsniveau auf Schalke, was es hat. Schalke ist ja immer noch, glaube ich, auf Platz 5 oder 6 oder so in der Fußball-Bundesliga-Tabelle, wenn es um die Personalkosten geht. Dann muss nur mal 1, 2 Jahre irgendwas schieflaufen, keine Teilnahme am internationalen Wettbewerb, noch ein paar Fehleinkäufe, Nichtberücksichtigung von Charakter, ich sage nur Bentaleb oder so. Und dann stehst du da, wo du jetzt stehst. Das ist eine Summe von vielen kleinen oder großen Einzelteilen, die irgendwann, siehe Hamburger Sportverein, genau an diesen Punkt führen müssen, dass es so dramatisch geworden ist mit 7 Punkten in der Hinrunde. Und das Wort, ne, dieses Wort von dem Berliner Verein, ich will es gar nicht mehr nennen, interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Das konnte vielleicht in dieser Form niemand vorherahnen. Aber es sind dann auch so Sachen, da werden die unter Tedesco, werden die Vizemeister. Das hat den Leuten noch mehr die Augen verklebt. Ja? Ja, das hatte Und ich auch den Eindruck. Das war natürlich auch so Ausreißer nach oben. Gerade die Tedesco-Saison, da hast du auch nicht immer den schönsten Fußball gespielt. Und viele, das Fanlager war da ja schon gespielt. Bitte? der Fußball war teilweise furchtbar. Es war teilweise grausamer Fußball. Der da gespielt. Allein, wenn ich daran denke, wie das Aufbauspiel so im Mittelfeld funktionierte im Stile einer Schnecke, das ist in diesem Jahr so gewesen. Da wären die Vizemeister, weil die anderen schlechter waren oder weil in bestimmten Spielen auch noch ein bisschen Glück dabei gewesen ist. Ich will ja den Tedesco nicht so runtermachen. Sollte man ja vorsichtshalber auch nicht, weil vielleicht schon wieder Ante Portas steht und der nächste Trainer auf Schalke sein soll. Aber so großartig war das nicht. Aber man muss ja sagen, zu der Zeit, da war ja wirklich, also Leben und Euphorie in der Mannschaft, im Verein. Ich erinnere mich an Tedesco auf dem Zaun und in der Kurve. Das war ja, also das war ja richtig geil. Da hat Schalke schon richtig Bock gemacht. Das ist, kommt mir heute vor wie 20 Jahre her. Also unvorstellbar. Aber eben diese Ausreißer nach oben haben natürlich auch so die Anspruchshaltung Champions League und so weiter immer mehr manifestiert, ne? So ist das gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass in der augenblicklichen Situation solche Spiele möglich wären, wie im November 2017, als die Schalker dann nach dem 0:4 Rückstand in Dortmund in der Nachspielzeit mit diesem Kopfball von Naldo noch das 4:4 machen. Unglaublich, was für eine Moral. Ja, da muss es eine Halbzeitansprache gegeben haben von Tedesco. Und rein zufällig ist das ja auch in meinem neuen Buch enthalten, Ich wollte gerade dieses sagen, du bist natürlich vom Fach und hast schon mal dich selber wieder anmoderiert hier gerade. Damit höre ich aber jetzt auf. Ich bringe das nur als Beispiel dafür, dass da ein wirklicher Teamgeist zu Hause war in dieser Ja. Mannschaft. Was nach Aber Aussagen an. hast du im Rahmen Bitte. deines Buches mit Tedesco über genau das Spiel gesprochen? Ja. Ich hab mit ihm telefoniert und habe genau mit ihm über dieses Spiel gesprochen.
Und ich habe Ja, gemerkt, bei also hau diesem. raus. Was hat er gesagt? Was war los in der Halbzeit? Ja, er hat gesagt, dass er wirklich noch einmal sich, er hat sich ja hingekniet, um sozusagen Augenhöhe zu erreichen mit den Spielern, dass er sie erstens beschworen hat, jetzt daraus kein 0 zu 8 oder 0 zu 9 werden zu lassen, dass er aber gleichzeitig auch darauf hingewiesen hat, dass man vielleicht noch was reißen kann, dass man jetzt sich so verhalten soll, also ein Beleg dafür, dass er zumindest in der Lage ist, zu motivieren. Das kann er, das hat er getan, das hat ja auch dann Erfolg gehabt. Und wenn die noch eine Viertelstunde weitergespielt hätten, das hat er ja auch gesagt, dann hätten sie noch gewonnen. Dann wäre es ja noch verrückter geworden mit diesem Spiel in Dortmund. Und ich habe auch aus meinem Gespräch herausgehört, und das ist jetzt schon eine Weile her, das ist jetzt nicht in der unmittelbaren Krisensituation geführt worden, sondern schon vor drei Vierteljahr oder so, dass der wirklich eine starke Beziehung zu Schalke hat. In der Phase, als ich mit dem gesprochen habe, gab es überhaupt keine Veranlassung, irgendwelche Liebeserklärungen gegenüber Schalke 04 abzugeben, weil da eventuell ein neues Angebot auf dem Markt ist. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Und trotzdem hat er gesagt, dass er diesen Verein richtig gut gefunden hat, dass er sich sehr wohl gefunden hat. Das tut kein Trainer, der einfach abgehauen ist, rausgeschmissen hat und auf Distanz gegangen ist. Also er hat noch eine Nähe zu Schalke zumindest. Dann habt ihr gesprochen, wahrscheinlich, wo er schon in Moskau war, oder? Oder Nee, da telefoniert? war er schon wieder zurück von Moskau. Ja, also Schneider hat ja damals auch gesagt, ja, wir werden Freunde bleiben und das ist alles gut, so wie Schneider es ja immer so in seiner freundlichen Art sagt, wenn man sich von Spielern oder Trainern trennt, dass alle miteinander Freunde bleiben und alle fair zueinander sind. Jetzt haben wir eben schon angeschnitten, du sagst, würdest du dir wünschen, dass er zurücktritt, damit man sich schon jetzt neu aufstellt für eine Zweitligasaison? Um jetzt nochmal kurz zum aktuellen Status quo zu kommen und ein bisschen dem Namen des Formats gerecht zu werden, Schalker Vision. Ich versuche jetzt gerade mal herauszufinden, was ist von Manni Breukmann nicht nur die Vision für Schalke, sondern auch so der Fahrplan, der wenig visionäre Ist-Zustand auf dem tabellenletzten Platz. Du sagst, Vorstand schnell austauschen, um sich vorzubereiten für eine Zweitligasaison. Was ist mit dem Drumherum? Also es wird von der Jahreshauptversammlung hier und da immer noch mal gesprochen, die ja eigentlich auch mal wieder Zeit ist. Clemens Tönnies, der Name geisterte zuletzt in Form von Sponsorenverträgen, die müssen aber einstimmig vom Aufsichtsrat bewilligt werden, dann doch nicht, dann gibt es jetzt doch Sonderzahlungen. Also auch der Name Tönnies geistert immer noch so rum, auch wenn er jetzt kein Amt mehr bekleidet. Und die Frage der Ausgliederung steht ja auch im Raum. Bleibt Schalke in e.V., das Genossenschaftsmodell? Wird es irgendwie eine ganz andere verrückte Lösung geben? Was siehst du vereinspolitisch so auf uns zukommen? Oder wo siehst du die Herausforderung bei Schalke vereinspolitisch? Wie lange habe ich Zeit und weswegen nennst du mir 10 Punkte, zu denen ich jetzt Stellung nehmen soll? Also ich fang mal an. Als erstes fällt auf, dass ich bin ja auch häufig unterwegs in den Foren und guck mir das mal so an, dass die Schalker aufeinander einprügeln. Das finde ich überhaupt nicht gut. Es gibt keine Einigkeit in diesem Verein. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es gibt deswegen keine Einigkeit in diesem Verein, weil wir in einer dramatisch krisenhaften Situation uns befinden. Da gehen die Emotionen natürlich hoch. Es ist auch so, und das kann man auch nicht anders erwarten, dass sich bei den Fans, nicht bei allen Fans, sagen wir mal, Sachkompetenz niederschlägt. Ahnung von Dingen. Was mir als erstes auffällt, und das müssen wirklich alle Fans mal verinnerlichen, wenn einer einen Job bei Schalke 04 annimmt, sei es als Spieler, sei es als Trainer, sei es als Manager, dann muss er keine blau-weiße Seele haben. Er muss es nicht. Denn dann schrumpft die Zahl der möglichen Kandidaten in vielen Fällen auf null. Es geht um Kompetenz. Du musst zum Beispiel als Sportvorstand oder als Manager
in der Lage sein, eine schlagkräftige Mannschaft zusammen mit dem jeweiligen Trainer zusammenzubauen. Du musst gut vernetzt sein. Du musst ein Auge haben, auch auf die charakterlichen Gegebenheiten bei den einzelnen Spielern. Ich verstehe das zum Beispiel nicht, wie einer wie Bentaleb eingekauft werden konnte. Ich Für glaube viel, nicht, viel Geld. dass dessen Charakterschwäche erst auf Schalke sichtbar wurde. Die muss irgendwie vorher da gewesen sein. Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz. Und wenn sich dann noch am Ende herausstellen sollte, dieser Mensch, den wir da jetzt nehmen für irgendeine Funktion, das ist auch einer, der ein Schalker ist. Das ist ja gut, aber nicht unbedingt erforderlich. Und in dem Zusammenhang, wenn man schon vorwärtsgewandt argumentiert, es ist ja in den letzten Tagen mehrfach als Nachfolger von Schneider, falls er mal weggehen sollte, ganz klar geht er, wenn Schalke absteigt. Das ist schon klar, hat er selber gesagt. Aber man weiß ja nicht, wenn sie sich durch irgendeinen dummen Zufall noch retten sollten. Möglich ist das ja, theoretisch möglich ist das ja, obwohl ich es nicht mehr glaube. Da ist der Name Erik Stoffelshaus genannt worden. Und den finde ich maßgeschneidert. Ich finde ne wirklich maßgeschneidert. Wer den noch nicht kennt, der ist von 98 bis 2009 für Schalke tätig gewesen. Der war Trainer in der Kaderschmiede. Der war Teammanager bei Andi Müller. Der hat Ah, genau, der mitgeholfen. Assistent Ja, von Andreas Müller quasi, ne? der hat mitgeholfen bei Transfers von Rakitic, Fofana und Jermaine Jones. Der kennt die Schalker Fanseele. Der ist dann zwischenzeitlich bei Lokomotive Moskau gewesen. Das ist ein kluger Mensch. Ich kenne ihn gar nicht persönlich. Möglicherweise ist das Loblied, was ich hier auf ihn singe, übertrieben. Aber die Voraussetzungen, einen solchen Job anzutreten und die Bereitwilligkeit, er hat ja auch gesagt, er würde es machen, die hat er. Nicht noch Sag noch mal mal so den ein Namen, Fehler. damit, sag noch mal den Namen, Erik. damit unsere Zuschauer den alle auf dem Zettel haben. Also der heißt Erik Stoffelshaus und wenn ihr mal ins Internet geht und googelt den Namen, dann seht ihr auch Bilder und dann wisst ihr auch, wenn ihr die Bilder von dem seht, ach, das ist der ja, der ist so um die 50, der ist noch voll im Saft, der könnte es machen, der will es machen, der hat Erfahrung, der ist vernetzt. Also bitteschön, wenn es einen Ja. Kandidaten dafür gibt, dann ist der das. Und wer ist dein Trainer dazu? Kommt Tedesco zurück oder was stellst du dir vor? Das weiß ich nicht, ob Tedesco unbedingt zurückkommen muss. Für mich ist das eine Alternative. Ich schalte jetzt bei der Euphoriestufe einen Gang zurück. Ich habe ja eben gesagt, Domenico Tedesco fühlt sich mit Schalke sehr verbunden. Bei Domenico Tedesco war auch nicht alles Gold, was glänzte. Sie haben teilweise einen furchtbaren Fußball gespielt unter diesem Trainer. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht könnte man einen Versuch mit ihm wagen. Ja. Du hast Und was Christian. Interessantes angesprochen, was ich auch beobachte jetzt jenseits von personalen Planspielen. Du hast gesagt, die Schalke-Fans hauen aufeinander ein und sind tief zerstritten. Das sehe ich auch gerade entweder bei der festgemacht an der Personalie Tönjes oder bei der Frage der Ausgliederung, Nichtausgliederung, Rechtsformänderung und so weiter. Die Frage, bleibt man seinen Idealen treu oder sagt man, wir machen jetzt die Ausgliederung der Profiabteilung. Wir müssen für Investoren offen sein. Wir müssen die Gesetzmäßigkeiten des modernen Fußballs mitspielen. Anders geht's nicht und so weiter. Das ist ja auch ein Streitpunkt, den die Fans haben. Und wie es kolportiert wird, ja auch im Verein ist ja auch verschiedene Lager gibt und verschiedene Auffassungen gibt, auch was da mit Tönjes alles abging im letzten Jahr. Ich musste jetzt gerade daran denken, wir haben uns zuletzt gesehen, ganz kurz bei der Trauerfeier von Rudi Assauer 2019. Bei so einer Veranstaltung, das mal ins Blaue gefahren, bei so einer Veranstaltung, wo sie da alle zusammenkommen, die ehemaligen Spieler, die Funktionäre, Tönjes war ja auch da und so weiter. Wie geht man da eigentlich miteinander um? Ja, bei so einer Also. Veranstaltung, das ist ja auch mit Verlaub, die Frage ist ja auch zweitrangig. Da geht man natürlich respektvoll und der Situation angemessen um, denn es bestand ja wohl Übereinstimmung, dass Rudi Assauer für Schalke ein ganz großer war.
Bei einigen Leuten, zum Beispiel bei Clemens Tönnies, galt das dann für die Schlussphase nicht mehr unbedingt. Rudi Assauer hat den ja auch des Öfteren mal verhöhnt und so, und dann schlug das Imperium zurück. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch Clemens Tönnies im Endeffekt, ja, an den Gräbern, da schweigen auch die Waffen, so muss man das mal einfach sehen, die Leistung für Schalke insgesamt schon gewürdigt hat. Deswegen ist so eine Trauerfeier ist kein Maßstab. Da diskutiert man ja nicht kontrovers. Und wie eng bist du darüber hinaus? Also du wirst ja zu sowas eingeladen, weil du auch eine enge Verbindung zum Verein hast. Wie eng ist denn deine Verbindung jetzt so im Alltag? Hast du Kontakt in den Verein rein? Hast du Kontakt mit Entscheidungsträger, mit Leuten, die noch ein Amt innehaben, kriegst du irgendwelche Interne oder kriegst du irgendwelche Dinge mit, die jetzt vielleicht nicht jeder mitbekommt? Also ich muss es ganz ausdrücklich sagen, ich bin nicht so nah dran an Schalke, wie man vielleicht denkt. Ich kriege auch keine Interna mit, die andere nicht mitkriegen. Vielleicht mal so ein bisschen hier und da. Ich habe mittelgute Beziehungen zu einzelnen Personen bei Schalke 04. Aber seitdem ich da aus diesem ganzen Geschäft raus bin, und es ist ja schon eine Weile, hat das etwas nachgelassen. Ich muss auch sagen, damit das mal klar ist, ich würde nie sagen, dass Schalke 04 mein Leben ist. Ich muss auch ganz ehrlich hinzufügen, ich finde das auch ein bisschen arm, wenn man von sich selber sagt, dass Schalke 04 sein Leben wäre. Das reduziert das Leben auf eine Sache, die es vielleicht in Ansätzen verdient hat, aber doch nicht so in dem Maße, dass jede Faser des Körpers mit Schalke verbunden ist und dass ich selber in eine existenzielle Krise gerate, weil Schalke auf dem letzten Platz ist. Also ich kann nur appellieren, dass die Leute ein bisschen nur Distanz zu dem Ganzen gewinnen, denn es ist Fußball. Ja, es ist nicht das Leben, es ist ein Teil des Lebens. Es kann ein schöner Teil des Lebens sein, kann auch ein ganz grausamer Teil des Lebens sein, aber doch nicht das Allerwichtigste im Leben. Das finde ich Ja, maßlos vor allem, übertrieben. weil man es Ja. auch nicht selber in der Hand hat, ne? Also Ja, das das kommt ja auch nochmal ist dazu. so. Du bist ja dann ohnmächtiger Betrachter, regst dich maßlos auf, hast keinen Einfluss drauf und musst vielleicht noch erleben, dass du jetzt gar nicht mehr als Fan des Volkssports Fußball wahrgenommen wirst, sondern als Kunde. Das ist das Problem, was wir haben, dass viele im Fußball mittlerweile das Sagen haben, die das als so eine Art Business sehen. Und du bist der Kunde. Ja? Wir brauchen so ein bisschen Nostalgie mit dem Plastikstollen, wo die Spieler einlaufen, oder mit den Kumpels, mit dem nackten Oberkörper, nur als Marketing-Gag. Gar nicht, weil wir das innere Bedürfnis haben, sondern weil wir damit etwas ökonomisch unterfüttern wollen. Ja, Ja, also das ist ja auch so. Also, das ist ja auch aus so, all dass den das. Man sieht es ja durch die Geisterspiele, die Fans und die Bedeutung der Fans im Fußball hat ja abermals abgenommen. Also in den letzten, was weiß ich, 10 Jahren ist ja die Bedeutung der Fans, was früher wichtig war, allein durch die ganzen Ticketerlöse und so weiter für die Finanzierung von einem Verein. Auch das ist ja heute viel geringer als damals. Man lässt die Bundesliga weiterspielen, überhaupt ohne Fans ins Stadion zu lassen, aus guten Gründen, aber der Betrieb muss weiterlaufen. Das finde ich alles schwierig und ich würde dich auch gerne noch was anderes fragen, weil wir ja beide auch in den Sportmedien gearbeitet haben. Wie beobachtest du so die Berichterstattung über die Bundesliga, über Fußball? Also ich will jetzt nichts im Mund legen, deswegen sage ich meine Meinung, die ich gerne sagen würde, gerne später. Aber wie beobachtest du die Berichterstattung über Fußball und die Fußball-Bundesliga in Deutschland? Also ist die für dich zufriedenstellend oder ja, einfach mal offen gefragt. Da musst du wie so häufig im Leben differenzieren. Ich stelle ganz generell fest, dass die kritische Distanz, die ein Journalist zum Objekt der Berichterstattung haben sollte, geringer geworden ist. Ich erwarte von jemandem, der über Fußball berichtet, dass er sich nicht selber als Fan sieht. Dass diese
Erkenntnis, die gilt in einigen Kreisen schon als revolutionär. Es ist ja auch so, das ist ja nicht nur bei Schalke, sondern bei den anderen Vereinen ist es genauso. Es wird immer auf die Medien eingedroschen. Wenn irgendetwas Negatives über Schalke berichtet wird, dann macht man schnell so eine Wagenburg-Mentalität. Man stellt die Wagen alle zusammen und sagt, ja, die bösen Medien, die hauen auf uns drauf. Es wird der Überbringer der schlechten Nachricht wird sofort standrechtlich erschossen, nur weil er seine Aufgabe erfüllt. Ein Journalist ist kein Jubler. Ein Journalist ist nicht, sieht nicht alles grundsätzlich nur positiv. Nein, er sieht auch Fehlentwicklungen. Und dass es viele Journalisten gibt, die sich als so eine Art Fan oder als Teil des Geschäftes betrachten, halte ich für eine Fehlentwicklung. Ich suche nicht überall Partei in der Suppe, definitiv nicht. Und ich habe viel mehr Spaß, wenn ein Verein Erfolg hat, mit dem ich auch noch anhänge selber, als wenn er Misserfolg hat. Aber wenn da negative Entwicklungen da sind, dann müssen die benannt werden. So. Und man löst die Probleme dadurch, dass man mit beiden Händen die Augen verschließt und schießt auf die Journalisten, die das Ganze transportieren. Ja, mein Hintergrund der Frage war eher ein anderer. Ich habe das Gefühl, dass oft, aber gut, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, dass aber oft zu wenig wirklich kritisch und hintergründig berichtet werden kann, sondern sagen wir jetzt mal bei Sky, Sport1 und wo es halt überall läuft und debattiert wird, sagen wir mal, dass die Diskussionen doch oft sehr oberflächlich sind oder sehr am Sportlichen orientiert sind und gerade so Fanbelange oder jetzt auch die Tönnies-Causa damals und so Geisterspiele, was bedeutet das eigentlich für die Fans, dass das so ein bisschen, naja, wenig abgebildet wird. Dass es da eigentlich mehr darum geht, naja, wir haben jetzt hier die Lizenzgebühren bezahlt als Sky oder als Sport1 und wir erzählen vor allem von unserem Produkt Fußball-Bundesliga und das ist das Tollste, Größte, Beste, was es jemals gegeben hat und geben wird und bitte schalten Sie alle ein. Also ich habe dann sehe oft in den Medien diese Verkäufermentalität für die Fußball-Bundesliga und wenig eben so ein hintergründiges und auch mehr eine Streitkultur, eine kritische Berichterstattung. Das sehe ich irgendwie wenig. Das finde ich Das sehr schade. ist schon länger weg. Das ist wirklich schon länger weg. Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Es geht aber natürlich damit einher, dass viele Sportjournalisten an bestimmten Punkten nicht mithalten können. Nicht mithalten können bedeutet, sie sind bei bestimmten Themen nicht zu Hause. Sie sind zum Beispiel vollkommen unwillig einzuordnen, was Gazprom so ist. Ja? Sie sagen, ja, da kommt viel Geld von einem Konzern, der hat viel Geld, super. Aber die Frage, was verbirgt sich hinter Gazprom? Was ist das? Die wird gar nicht gestellt. Man will alles positiv verkaufsfördernd darstellen und hat für tiefgründige Fragen keinen Platz. Ein Beispiel, was mich maßlos aufgeregt hat, damals, als das rauskam mit der Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß. Da konnte man natürlich bei Sport1 und im Doppelpass nicht umhin, darüber auch mal zu diskutieren. Und da war schon die Phase, da war es ganz klar, Uli Hoeneß hatte das auch schon zugegeben, dass er da Steuern hinterzogen hat. Wird dann immer so deklariert in solchen Zusammenhängen, dass man sagt, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Das ist eine schwere Straftat gewesen übrigens. Ne? Da sitzt da ein Ja, Kollege von gerade Sky. so Millionen, Ja. Zweistellige Millionenbeträge. Da sitzt da ein Kollege von Sky und gefragt, so wie er das denn so einschätzt, sagt er, er könne dazu nichts sagen, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Ja, keine Eier in der Hose, kann ich dazu nur sagen. Das merkst du in vielen. Man muss natürlich manchmal auch mutig sein, wenn man natürlich Angst hat, dass man in diesem Leben kein Interview von Uli Hoeneß mehr kriegt, wenn man was Negatives über den sagt. Da sind ja auch viele Verbandelungen mit den handelnden Personen. Da sind ja Journalisten, die berichten seit 20 Jahren über den Hamburger Sportverein. Was erwartest du von denen? Ja? Das ist alles unter der Überschrift abzuhandeln. Ein Journalist sollte kritikfähig sein und ein bisschen Distanz zu diesem Fußball haben. Das ist ja bei mir ich bin ja 4 Jahrzehnte dazu gange gewesen, war das eine Begleiterscheinung, dass ich
schon Schwierigkeiten damit habe zu sagen, dass ich ein Schalker Fan bin, weil ich immer Journalist war. Und als Journalist bin ich kein Fan. Das kann ich mir jetzt auch nicht innerhalb von 3 Jahren angewöhnen. Ich habe eine Schwäche für Schalke 04, sage ich immer an der Stelle. Aber ich würde mich nicht als Fan im engeren Sinne betrachten. Und ich würde vielen Journalisten wünschen, dass sie eben keine Fans sind, dass sie sich auch noch nicht korrumpieren lassen durch dieses Fußballgeschäft, dass sie einfach nur hochjubeln. Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Erstens, viele Reporter, die ich auch in meiner Laufbahn so kennengelernt habe vor Ort, da habe ich öfter das Gefühl, die wollten als Kind, wollten die Fußballer werden, aber dann haben sie es nicht geschafft und jetzt wollen sie zumindest als Reporter ganz nah dran sein und sich ganz nah zugehörig fühlen und ich bin ja quasi Teil der Mannschaft, weil ich sehe die ja jeden Tag und das sind ja quasi meine Jungs. So ein bisschen das Gefühl, das ist so für die Reporter. Und auf der anderen Seite nicht nur so die Nähe zu den Mächtigen und den Stars und Sternchen, sondern dass ja auch die Sender es verhindern, kritisch zu sein. Ich erinnere mich, ein Kollege von mir hat ein Spiel kommentiert, Zweitligaspiel 1-1, fürchterliches Spiel. Und er hat irgendwo gefragt, was trainieren die eigentlich unter der Woche? Das gibt's doch gar nicht. Also was haben die Trainer eigentlich trainieren lassen? Das ist das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Da kam nachher der Sendechef und hat gesagt, hör mal, so kannst du nicht unsere Spiele kommentieren. Du redest unser Produkt kaputt. Also wo man dann auch aus dem eigenen Sender einen auf den Deckel kriegt, weil es heißt, du redest unser Produkt kaputt. Du musst doch sagen, vielleicht wird es bald besser, es bleibt spannend, bleiben Sie dran. Wer hat hier nochmal die Blitzaktion oder irgendwie sowas? Also das finde ich gefährlich und deswegen habe ich es gefragt, weil ja auch bei so einer Diskussion jetzt um Tönnies, was ja jetzt gerade wieder sehr aktuell war, mit diesem, hat er im RTL-Interview gesagt, ich kann Schalke helfen, ich lasse Schalke nicht untergehen, ich gebe da die Millionen noch rein. Und dann gab es ja dieses Votum im Aufsichtsrat, wo er sich da wünschte, dass das bitte einstimmig abgesegnet wird. Und dann würde er ja noch Geld über Bücklunder irgendwie zuschießen. Und die Deutungshoheit über die Person Tönnies, die liegt ja auch in den Medien, wenn ich zum Beispiel sehe, was in der Bild da wieder geschrieben wird oder wie er bei RTL oder im Dopa, wie das da alles diskutiert wird. Also da liegt ja auch eine ungeheure Macht und eine Deutungshoheit, wenn wir jetzt mal wieder auf das zerschrittene Schalker Fanlager zurückkommen. Es kann nicht sein. Aber du merkst ja, es gibt viele, die halten dem Clemens Tönnies, der ist ja ausgeschieden, der dürfte ja normalerweise gar keine Rolle mehr spielen. Und nehmen wir mal an, der liebt diesen Verein selbstlos, ja? Dann sagt er aber, er will eine einstimmige Entscheidung haben, wo er doch ganz genau weiß, dass es wahrscheinlich 2 Gegenstimmen geben wird. Er kennt ja den Aufsichtsrat. Er weiß ja, er will sich zwingen, gegen ihre Überzeugung für dieses Tönnies-Geld abzustimmen. Das kann keine selbstlose Liebe sein. Das ist absolut ausgeschlossen. Er verfolgt seine eigenen Interessen nach wie vor und wer weiß, was er noch so plant für die Zukunft. Ja, wenn da mal diese Ausgliederung mal irgendwann passieren soll. Also das ist ja auch so ein Ding. Da diskutieren Leute, die halten das Wort Ausgliederung wie eine Monstranz vor sich. Die nehmen einfach den Begriff, obwohl die null Ahnung haben. Ich werfe denen das noch niemals vor. Aber sie sollen nicht so tun, als ob sie wüssten, wodurch sich im Einzelnen diese Konstruktionen, Verein, Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, wo sich das alles genau unterscheidet, was die Vor- und Nachteile von der einen oder anderen rechtlichen Konstruktion sind, dann ist doch genau das Gleiche wie bei Corona. Die allermeisten haben keine Ahnung. Ich auch nicht. Die virologischen Verästelungen und so können wir doch gar nicht mitdiskutieren. Man muss auch mal den Mut haben zu sagen, ich weiß das nicht genau. Aber eines weiß ich ganz genau. Und das möchte ich an der Stelle ganz bestimmt, ganz sicher loswerden. Es geht nicht in allererster Linie um die Rechtsform. Es geht darum, wenn man viel Geld hat, durch welche Rechtsform auch immer, was man mit der Kohle anstellt. Guck dir doch mal Hertha BSC an. Wunderbares Beispiel. 3-stellige Millionenbeträge
werden da in eine Mannschaft gepumpt und was stellt sich am Ende raus? Diese Mannschaft ist schlicht und einfach zusammengewürfelt. Man vergisst, dass es sich um einen Mannschaftssport handelt. Man kauft Leute, von denen man glaubt, dass sie überragende Fähigkeiten haben, packt die alle in die Mannschaft. Resultat, Platz 14 oder sowas in der Art im Augenblick. Ja, und auch wieder Trainerwechsel gerade, ne? Ja, viel Geld, München 60, also gibt so viele Beispiele. Viel Geld heißt eigentlich nichts. Du musst Sachverstand haben. Das ist das Allerwichtigste, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Sachverstand. Vernetzung in der internationalen Fußballszene. Kabak, ja, super. Und könnte noch ein paar Namen nennen. Das ist das Allerwichtigste. Bevor du glaubst, durch eine Umwandlung der Rechtsform würde alles gut, dann wird überhaupt nicht alles gut. Ich warne auch davor. Ja, aus Gründen der Tradition. Aus Gründen der Tradition. Am Verein festzuhalten, ist für mich auch nicht von vornherein der richtige Weg. Ich bin gegen Dogmatismus. Und gegen Dogmatismus sein heißt, immer genau nachzudenken, was ist in der gegenwärtigen Situation für diesen Verein das Richtige. Ein Verein ist natürlich aus nostalgischen, aus Traditionsgründen ein sehr schönes Konstrukt. Dagegen kann man eigentlich nichts haben. Aber wenn ich damit bezahle, dass da tausende von Leuten mitreden, die null Ahnung haben. Da musst du ja auch mal ganz offen sagen, anders offen sagen, weil ich bin in einer absolut unabhängigen Position. Ich will nichts mehr werden. Ich sag einfach nur, was meine Einschätzung ist. Und es ist ein Nachteil der Vereinskonstruktion, dass es immer wieder diese Hauptversammlung gibt, auf denen Inkompetenz und Irrationalität fröhliche Urständ feiern. Du musst dir das mal angucken, war ja früher viel schlimmer. Ich kenne ja noch die Jahreshauptversammlung im Hans-Sachs-Haus, als die Leute um 10 Uhr abends alle Hacke waren. Und das war ja wie Slapstick. Da ist das ja heute eine hochseriöse Veranstaltung. Aber nicht immer von Sachkenntnis getragen. Das ist eine Schwäche dieser Vereinskonstruktion. Aber verstehe ich dich jetzt richtig, wenn du sagst, du hast im Grunde keine Meinung, welche Rechtsform es sein sollte. Du sprichst dich jetzt hier nicht gegen den e.V. aus, sondern du sagst, es ist ein Nachteil. Und du weißt aber jetzt nicht, was die beste Rechtsform wäre, ist für dich auch nicht die entscheidendste Frage. Oder hast du jetzt gerade gesagt, der e.V. ist eine ungeeignete Rechtsform? Nein, nein, ich lehne nicht den e.V., lehne ich überhaupt nicht grundsätzlich ab. Ich habe mich da aber mit den einzelnen juristischen Verästelungen noch gar nicht näher beschäftigt. Was ich bedauere, dass ich mich mit dem Thema Genossenschaft noch nicht richtig beschäftigt habe. Das könnte eine interessante Geschichte sein, so eine Art Kompromiss zwischen einer Ausgliederung und der ursprünglichen Konstruktion als Verein. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, man muss auch mal den Mut haben zu sagen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß es wirklich nicht so genau, halte aber wirklich den Sachverstand für wichtiger erstmal als die Konstruktion eines Fußballclubs. Ja, ich halte das auch für, das würde ich auch sagen. Also ich bin da also kein Wirtschaftler und kein Jurist und so weiter. Das ist alles, ich übersteige meine Kompetenzen bei weitem, sage ich mal, als würde ich das jetzt wissen und irgendwie alles überreißen können. Aber so der Wunsch in mir eigentlich ist, dass man das alles mehr mit Augenmaß und generell mit mehr Identifikation und mit mehr Verbundenheit zwischen Schalke und einem Standort wie Gelsenkirchen macht, mal mehr seiner, sagen wir mal, auch gesellschaftlichen Verantwortung nachkommt und alles mal ein bisschen verhältnismäßiger lassen wird. Weil ich habe oft das Gefühl, Fußball ist so entrückt von der Gesellschaft und gleichzeitig ist da so viel Potenzial, dass du gesellschaftlich was bewegen kannst, dass du in den Städten oder auch für den Amateursport und sozialen Projekten durch so einen Verein viel mehr zurückgeben kannst. Und ich finde, sowas sollte man viel mehr in den Vordergrund stellen, als dass ich jetzt zwingend Champions League spielen muss und mich hochverschulde und was weiß ich noch irgendwo Investoren aus aller Herren Länder ranhole und ein Verein nur noch so eine Hülle wird irgendwie für andere Player. Also das, man darf, du hast recht, man sollte nicht alles opfern, um des sportlichen Erfolges willen. Das ist richtig. Man sollte nicht alles opfern. Man muss allerdings, da fällt mir noch ein Punkt ein, auch aufpassen, dass man nicht einer Selbsttäuschung erliegt.
Ich habe ja immer gedacht, fast jahrzehntelang, Schalke 04 steht auch für Antirassismus, gegen Diskriminierung und so weiter und so weiter. Schalker Faninitiative, tolle Arbeit und so. Dann kommt die Diskussion um Tönnies, um seine Rede, die er da in Ostwestfalen gehalten hat. Warte Und mal, ja. was stelle ich fest? Die Position des Antirassismus oder der Nichtdiskriminierung, ich will nicht sagen, ist eine Minderheitsposition. Aber es kommen alle möglichen Leute aus der Ecke und ganz viele, die wissen gar nicht, was das ist, Jo. Rassismus. Die Ja. sagen mir, und zwar nicht einige, ganz viele, mein Gott, hängt das doch nicht so hoch, da hat er mal einen rausgehauen oder was, so ist er nun mal, der Clemens. Ja, super. Also man darf sich da nicht selber täuschen. Man muss nicht glauben, der harte Kern der bewussten Fußballfans, ja, die sich Gedanken machen und Anliegen nach vorne tragen, sei jetzt so dominant bei einem Fußballverein. Und man muss auch nicht, wenn man den Ausdruck Fans benutzt, nicht nur an die Nordkurve denken. Das ganze Ja. Stadion ist voll mit Fans. Und in deren Köpfen so im Einzelnen abgeht, da kannst du auch manchmal schon schwere Enttäuschungen erleben. Das ist auch der Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, du hast es ja anfangs angesprochen, dass auch die Schalker-Fanszene zerstritten ist. Und ich glaube, bei Tönnies, da hat sich sowas eben auch mit rassistischen, antirassistischen Positionen doch gezeigt, dass viele doch sowas einfach achselzuckend hinnehmen, weil sie wahrscheinlich auch selbst davon nicht betroffen sind und man es sich so leisten kann, es achselzuckend hinzunehmen, wenn man nicht davon betroffen ist, von Oder Rassismus. auch die Zustände bei Tönnies in seinem Ja. Unternehmen. Da kann man auch nicht so tun. Genau. Tut mir leid, für ein Schalker Leitbild. Da kann man doch nicht so tun, als ob das überhaupt nichts damit zu tun hätte, ob so einer geeignet ist, Schalke an vorderster Front zu repräsentieren. Nein, ist er Ja. eben nicht. Ist er eben Genau. nicht. Tut mir leid. Ja, und ich finde, Aber da das sind ist. da eben, da zeigt sich ja, inwiefern man diese Werte, die in Diskussionen immer aufkommen, Schalker Werte und so weiter, das ist ja mehr als Kumpel und Malochen auf dem Platz und die Grätsche auspacken, sondern da gehört ja auch dazu, wer steht bei Schalke in vorderster Front, wie äußern sich diese Leute, was machen sie eigentlich neben Schalke, wie verkörpern sie denn Schalker Werte? Also da geht es ja auch darum, dass die Fans Stellung beziehen für diese Werte in genau solchen Diskussionen. Ja, der Verein hat ja jetzt in dieser Woche hat er noch Stellung bezogen und musste sich dafür einen widerlichen Angriff von diesem komischen AfD-Abgeordneten Brandner gefallen lassen. Ja, Dann wiederum, habe ich da gesehen. Twitter, hat der Verein auch genau richtig reagiert. Ich will ja hier nicht ja. alles niederreden. Ich will nur die Augen öffnen dafür, dass innerhalb der gesamten Fanschaft von Schalke 04 und in diesem ganzen Verein auch nicht alles so stimmig ist. Ja. Da Ja, muss man leben. da bin ich sofort bei dir, ja. Ja. Ich gucke noch mal gerade auf Forenfragen. Die habe ich jetzt ein bisschen außer Acht gelassen. Aus unserem Forum Block 5. Ja, gut, also Schneider haben wir besprochen, oder? Entwicklungen seit Herbst 2019 bis heute. Das hast du ja eigentlich eingangs gut erzählt. Ja, nochmal Anekdotenzeit. Eine Frage aus dem Forum ist: Welches war dein geilstes Schalke-Match als Kommentator? Es ist die Frage, ob ich masochistische Züge habe oder nicht. Wenn ich masochistische Züge habe, nehme ich natürlich den 19. Mai 2001. Aber wir streichen, glaube ich, mal die masochistischen Züge und nehmen lieber den 2. Mai 1984. Allerdings ganz oben steht natürlich der Sieg im UEFA-Pokal 1997 gegen Inter Mailand. Da war ich ja auch in Mailand, was weiß ich, 20, 25.000 Schalker vor dem Mailänder Dom und so. Und ich noch vorher Kerze gespendet. Charlie Neumann haben sie rausgeschmissen. Ist dann mit der Traditionsfahne reingegangen. Das sind natürlich Wie, Erlebnisse. den haben Also sie aus das dem Mailänder Dom geschmissen, oder was?
Ja, weil der da mit der Schalker Traditionsfahne reingegangen ist. Das passte den Kirchenschweizern, so heißen ja die Sicherheitsleute da im Mailänder Dom. Das passte denen natürlich nicht. Der wollte auch ganz unschuldig noch eine Kerze spenden. Ich habe das ja immer gemacht bei den Auswärtsspielen von Schalke. Voraussetzung war allerdings, dass es sich um eine katholische Kirche handelte. Da habe ich mal ganz gewaltig Schiffbruch erlitten in Manchester. Da habe ich auch in der Kathedrale in Manchester eine Kerze gespendet. Und dann haben die gegen Manchester United 4:0 verloren. Aber das war ganz klar, dass das war eine anglikanische Kirche. Das funktioniert nur in katholischen Kirchen. Also die Mann, also ja, du warst schuld scheiße. praktisch. Ja, ich war eindeutig schuld. Aber dieser zweite 84, als das 6:6, meine ich, im Pokal gegen Bayern München, als Olaf Thon drei Tore geschossen hat. Ich kannte den noch gar nicht. Und das war so ein Tag, da war der Platz auch so ein bisschen matschig. Man saß da im Parkstadion über 100 Meter entfernt. Ich glaube, ich habe bei zwei von den drei Toren den Torschützen nicht richtig erkannt. Aber auch da gab es ja einen heißen Trick. Das hat ja keiner merken können. Da schießt einer ein Tor aus dem Gewühl heraus und du weißt nicht, Scheiße, wer war das jetzt? Dann schilderst du noch mal nach, wie das Tor entstanden ist. Sagst du, dann kamen sie aus der Abwehr, der weite Schlag auf die rechte Seite und so. Und wenn du das gesagt hast, so sind so 5, 6 Sekunden vergangen, da erscheint auf dem Videowürfel kling, kling der Torschütze und dann hast du ihn. Merkt keiner, dass du ihn nicht gesehen hast. Also der Olaf Thon war Muss man nur 18 Jahre. mal genug Zeit rausschlagen. Ja, ist kein Problem. Du schilderst einfach nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Ja, und dann musst du den Torschützen ja erst nach 10 Sekunden oder was nennen. Da ist allemal der Torschütze auf der Videowand. Das zu der kleinen Trickkiste. Man musste viel lügen im Parkstadion. Stell dir vor, irgendwie ein Freitagabend im November, nebelverhangene Atmosphäre, der Boden matschig. Und da musst du an der gegenüberliegenden Eckfahne erkennen, wer da jetzt gerade ein böses Foul begangen hat. Das war manchmal schwierig. Ja gut, aber du hast ja auch viel im Radio gemacht, da könnten es die Leute auch im Zweifel nicht nachprüfen. Ja, aber wenn du zum Beispiel einen falschen Torschützen nennst, ist schlecht, ne? Ja Ja, gut, gerade bei also Torschützen. Da musst du schon sehr, sehr vorsichtig sein. Aber das menschliche Auge, behaupte ich ja immer, ist in solchen großen Stadien eigentlich überfordert. Es wird immer unterstellt, wir hätten so eine Art Adleraugen haben wir natürlich nicht. Und wir können auch nicht das ganze Spiel immer auf dem Monitor uns angucken, sondern nur die Wiederholungen, weil das bringt es nicht. Du hast auf dem Monitor nur so einen eingeschränkten Ausschnitt. Du musst schon auf den Platz gucken, wie das Spiel sich da entwickelt und die Spielzüge schildern. Und nur wenn es irgendwie eine Wiederholung gibt bei einem Elfmeter oder so, da guckst du mal auf den Monitor und kannst das feststellen. Wir hatten ja die ersten 20 Jahre, kann man sagen, bis Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre, hatten wir ja noch nicht mal einen Monitor. Da saßen wir da nur so, wir hatten auch keinen Assistenten, waren immer Das darauf wollte ich gerade fragen, angewiesen, ob dass ihr denn Assistenten hattet, weil heute sind ja alle Kommentatoren, zumindest, also sagen wir mal, die im Stadion sitzen da ja alle mit Assi, oder nicht? Radiokommentatoren nicht, Fernsehen schon. Daran siehst du, dass Fernsehen wichtiger ist als Radio oder umgekehrt formuliert, dass Radioleute doch die besseren Augen haben. Oder schlicht und einfach, dass man Geld sparen will. Ja. Das war nie vorgesehen, dass wir einen Assistenten haben. Ich habe immer einen mitgenommen, weil ich immer zwei Karten hatte, aber das musste jetzt auch nicht unbedingt der große Fachmann oder große Fachfrau sein. Es war Ja, gut für also Flirt. Gut für Flirten, denn wenn man eine Frau mitnimmt zum Fußballspiel und da den großen Money-Fußballreporter raushängen lässt, 1,5 Stunden, das ist sehr beeindruckend. Da habe ich große Erfolge gefeiert. ja, okay, also an alle, bei denen es mit den Frauen noch nicht so gut funktioniert, einfach Fußballkommentator werden und mit ins Stadion nehmen. Könnte ein bisschen dauern, bis das klappt, aber. Egal. Es Aber spielt ja egal. noch. Ich habe meine. Erinnert mich an dein erstes Buch, das habe ich so gelesen, oder ich weiß nicht, ob es dein erstes ist, Mein Leben als jugendlicher Draufgänger. Ja, das sind Kindheitsgeschichten aus dem Ruhrgebiet, aus dem Venedig, des Ruhrgebiets, aus den Datteln. Da bin ich ja groß Genau. geworden. Ich wollte Ihnen im Zusammenhang mit den großen Erfolgen noch sagen, meine jetzige Frau
Und die Beziehung geht jetzt schon seit fast 30 Jahren, seit 28 Jahren. Die habe ich auch beim Fußball näher kennengelernt. Die arbeitet auch beim WDR, die habe ich auch mal mitgenommen zu einem Fußballspiel. Und es war der 15. August 1993, Schalke gegen Borussia Dortmund und Juri Mölder macht das Schalker Siegtor, ich glaube 10 Minuten vor dem Ende. Das war der Tag, an dem meine Frau Susanne und ich uns näher gekommen sind. Mehr will ich nicht sagen. Das hilft ungemein dabei, wenn ich meinen Kennenlerntag vergesse, muss ich nur in der Schalke Chronik nachgucken und komme dann darauf, dass es der 15. August 1993 gewesen ist. Ich verwechsel das gerne mit dem 10. August. Vielleicht habe ich jetzt auch den falschen Tag genannt, aber einer von beiden ist es. Aber Hauptsache, es war Derby und Mölder hat getroffen. Genau, So. genau. 1:0 gegen Dortmund. Ja, sowas lässt sich am Zweifel auch mal schnell wieder nachrecherchieren. Wenn man Genau. doch mal den Tag vergisst. Eben, eben, eben. Aber es hält Genau. lange. Ja, das ist so eine gute Sache. Hey, Manni, ich würde noch mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft machen, aber das war ja mit dir leider wenig erbaulich, muss man ja ehrlich gesagt sagen, weil du hast ja anfangs schon gesagt, du hast die Hoffnung schon aufgegeben und gehst fest davon aus, dass Schalke absteigt. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass Schalke 3:1 in Bremen gewinnt, aber dann kommen die Spiele gegen Leipzig, gegen Union, gegen den BVB. Du musst ja, wenn du auf einem Stand von 7 Punkten bist, vielleicht 10 Punkte nach dem Sieg gegen Werder oder auch nicht, ist ja egal. Du musst ja auf jeden Fall, sagen wir mal, auf minimal 28 Punkte sammeln. Ja? Minimal. Das heißt, du brauchst, wenn du 7 Punkte hast, brauchst du noch 21 oder besser noch 23 Punkte aus den restlichen Ja, so Spielen. 1,5 im Schnitt ungefähr. Kannst du mir mal erzählen, wie das zustande kommen will? Und dann auch noch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass solche Mannschaften wie Mainz, die schlagen plötzlich Leipzig, Bielefeld oder Köln eventuell auch mal was gewinnen. Die verlieren ja nicht alles. Deswegen, es kann doch nicht schaden, wenn man Realist ist. Ich bin doch jetzt nicht irgendwie ein Nestbeschmutzer, weil ich nicht mehr glaube, dass Schalke sich retten kann. Ich habe ja sowieso keinen Einfluss drauf. Ist ja vollkommen egal, ob ich das sage oder nicht sage. Ich guck mir das nur an. Ich stelle fest, in welcher Situation diese Mannschaft ist, was sie bisher geleistet hat. Und dann wollen wir mal gucken, ob Hüntelaar jetzt der große Retter wird oder ob er sich nur den Ruf versaut, weiß ich auch nicht so genau. Man kann doch jetzt nicht sagen, wir kaufen den Hüntelaar, der war früher eine Granate und jetzt rettet der uns. Was ist das denn? Da lebst du doch gar nicht mehr in der Realität. Es kann natürlich sein, dass der ein paar Tore macht, das ist doch okay. Aber man kann doch nicht ernsthaft mit. Ja, also, naja, gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen zum Pizarro-Syndrom wird, weil also ich wohne seit ein paar Jahren in Bremen, dementsprechend habe ich mittlerweile auch viele Freunde, die Werder Bremen-Fans sind, gewonnen. Die sind alle große Pizarro-Fans und ich habe immer gedacht, Leute, ihr wechselt den immer in den letzten 5 Minuten ein, der hat drei Ballkontakte, schießt kein Tor, was feiert ihr denn alle noch so? Das war auch so ein bisschen, ja, als Oldie den Ruf versaut, da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber ach Pizarro komm, hat ja nicht. er macht ja 6 Tore. An der Stelle sagt man immer, der wäre ja auch gut für die Stimmung in der Kabine. Weißt Ja, oh Gott, du? Ja, ja. selbst da habe ich gewisse Zweifel. Stell dir mal vor, du bist ein 20-jähriger Spieler und Hüntelaar, irgendwie sagt der Name dir was, mehr ist er aber nicht. Du hast mit dem nicht Ja. zusammengespielt. Da kommt der dahin. Und die sagen dir alle, das ist jetzt der große Max hier. Wie findest du das denn als 20-jähriger Spieler? Findest du das klasse? Ich glaube nicht. Vielleicht arrangierst du dich damit, aber es kann auch sein, dass einige sagen, was will er denn hier? Der alte Ja. Mann. Alles möglich. Ich wünsche ihm, dass er anständig Tore schießt. Okay, aber ich weiß es halt Stimmt. nicht genau. Ich muss mal hier kurz mal gucken. Ich habe noch eine Frage, bevor wir Schluss machen, Manni, weil ich muss langsam mal Schluss machen. Ich habe nämlich gleich noch einen Call tatsächlich und muss mit den Rundfunkstätten Deutschlands meine berufliche Zukunft planen.
Dementsprechend, genau, du hast das Buch Money, Bananenflanke, ich Kopftor. Ich hätte aber noch eine andere, zwei Fragen hätte ich noch. Zwei Fragen. Du hast gerade in unserem Vorgespräch das Bild hinter dir so groß anmoderiert. Ja. Links hinter dir, also von meinem links, dein rechts. Ja. Das bist du als König von Schalke. Nochmal, kannst du das nochmal skizzieren oder könntest du das Bild vielleicht mal in die Kamera zeigen? Das wird schwer, da muss ich das mal abnehmen. Warte mal. Ja, das hat mich doch wirklich brennend interessiert. Das können jetzt natürlich die Hörer des Podcastes können das jetzt natürlich nicht sehen. Ach, das ist ja geil. Aber man sieht ein, ist das Ölgemälde? Das ist Öl auf Leinwand und ganz kurz die Geschichte dahinter. Das hat gemalt Christian Beckmann. Das ist ein Kollege. Ich habe ja lange Jahre, und da siehst du mal, wie leidensfähig ich bin. Für den WDR war ich ja angesiedelt im Studio Dortmund. Mein Zimmer mit Blick auf das Stadion. Habe ich alles durch. Christian Beckmann war auch eher Schalke-Fan. Ist leider gestorben, schon vor ein paar Jahren. Und er hat mir zu meinem, ich glaube, zu meinem 60. Geburtstag oder wann das war, ich weiß den Anlass nicht mehr genau, hat er mir dieses Bild geschenkt, natürlich mit ironischem Unterton. Ja, ich empfinde mich nicht als König von Schalke. Gibt Nee, auch aber gar wirklich keine als Idee. König von Schalke im Pelzmantel, aber mit Headset auf dem Kopf. Sensationelles, ironisch eingefärbtes Bild. Ölbild Ja. bin ich bis heute stolz, hat er gut gemacht. So, erstmal danke, dass du die Zeit für uns hattest. Und natürlich noch die Abschlussfrage: Wen sollten wir deiner Meinung als nächstes in unser Format einladen? Fällt dir jemand ein, der hier gut zu uns passt oder den du uns empfehlen kannst? Wer hat Ich uns tolle weiß Sachen? ja nicht, wer schon alles da war, aber na, den kriegt er natürlich nicht. Oliver Runert. Ja, die großen handelnden Figuren kriegt er ja nicht. Aber könnte er ja vielleicht mal versuchen. Also, so ein Typ wie Oliver Runert wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oliver Runert, meinst du? Ja, zuletzt, wen hatten wir als letztes? Baumjohann hatten wir als letztes. Ja. Und davor, nee, davor hat es ein Kollege gemacht, davor war ich gar nicht da. Oliver Runert wirfst du in den Ring, ja? Den werfe ich in den Ring, ja. Sag mal drei Sätze, warum? Ja, weil Oliver Runert die Bedingungen erfüllt, die nostalgischen Schalke-Fans alle immer erfüllt haben wollen, wenn jemand dahin kommt und was eine Funktion in dem Verein übernimmt. Er kommt aus Schalke, er hat das Schalke-Gen. Er hat eine gewisse Bereitschaft schon mal dokumentiert, eventuell wieder zurückzukommen. Wäre vielleicht eine Option, aber es kann auch sein, dass er sich jetzt schon länger an Union Berlin gebunden hat. Das ist natürlich auch möglich. Das ist auch brutal, was die spielen. Also Union Berlin, da reibe ich mir immer noch die Augen. Wie können die so gut sein? Die sind das zweite Jahr in der Bundesliga und haben uns um Meilen abgehängt. Was ist denn da los? Ja, da wird gute Arbeit geleistet. Jo. Hängt auch mit dem Schweizer Trainer, mit dem Urs Fischer zusammen. Ja. Na gut. Manni, Den es ist Teil. Wahnsinnigen könnt ihr noch einladen. Wie heißt er? Wenig Haare, Ex-Schalker Spieler, kommt aus Ostwestfalen. Boah, Jörg ich komme jetzt Böhme. nicht auf. Nee, nicht Jörg Böhme. Der andere Fotograf, Hobbyfotograf, hat auch schon mal in der Nationalmannschaft einmal spielen dürfen. Boah, das lassen wir jetzt als Rätsel. Das lassen Du wir als merkst. Rätsel. Aber Ostwestfalen, wenig Haare, Nationalmannschaft, bisschen, da bin ich immer noch bei Jörg Böhme. Nee. Na gut, sagen wir mal, wir machen es wirklich so. Wo gibt es denn noch Rätsel in dieser Welt, die nicht aufgelöst werden? Das sollen jetzt die Zuschauer mal rausfinden. Ostwestfalen, Ja. wenig Haare, Fotograf und hat einmal in der Nationalmannschaft gespielt. So ein nicht angepasster, ein typischer nicht angepasster Intellektueller. Mit dem war ich auch schon mal Irak, glaube ich, oder so.
Okay, es bleibt Also, stehen. Brillen auf. Oh, Scheiße. Nein, vergessen wir das hier mal, da kommen wir sowieso nicht drauf. Ja, gut. Ich sage trotzdem im Namen von Schalker Vision, der Talk von Fans für Fans, danke an Manni Breukmann, danke für deine Zeit und an die Zuschauer natürlich. Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Eigenrauch. Eigenrauch, Eigenrauch, das Mann. war mir offensichtlich. Meine Fresse. Eigenrauch. Ja, Yves Eigenrauch sofort mit Kusshand. Da müssen wir ran. Ja, müsst ihr mal. Ja, Yves Eigenrauch. Das wär auch ein Wunschgast von mir. Das wäre natürlich super geil. Wir werden es versuchen. Bald die nächste Folge bei Schalker Vision. Bis dahin, danke an Manni Breukmann. Nicht Das so Spiel lang. gegen Bremen thematisieren, weil, also wir haben drüben gefischt, vielleicht haben sie ja wirklich 3-1 gewonnen, wir wissen es aber nicht. Hoffentlich ist es so. Hoffentlich hält Schalke die Klasse, auch wenn der ein oder andere schon ein bisschen damit mit dem Thema abgeschlossen hat. Was zählt, sind die nächsten 16 bzw. 15 Spieltage. Ich sage danke, Manni Breukmann, und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Genau.